Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Best Of. Wir sind heute hier in Hildesheim. Wir gehen jetzt zu Mr. Lecker. Voll viele Jungs haben mir diesen Laden empfohlen und ich bin gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ich würde mal sagen, lass uns direkt losgehen. Let's go. Okay, Bruder, was kannst du uns hier so empfehlen? Was gibt es so Leckeres hier? Was die ist Nummer 8, schau mal, libanesische Art. Nummer 8, die libanesische Art. Warte, wo ist die Nummer 8? Ah, da, Shawarma, libanesische Art. Gewürz, Hähnchen, achso, Hähnchenfleisch ist das. Genau. Okay, dann. Alles hausgemacht. Okay, hausgemacht. Man sieht, das Fleisch ist Bombe, Alter. Okay, dann nehmen wir einmal Nummer 8. Du auch? Ich hätte gerne was mit Falafel. Achso, er will was Falafel. Das ist ja ganz andere Welt, Digga. Ohne Schaf auch bei mir, ohne Schaf. Alle ohne Schaf? Ja, ja, ohne Schaf. So, Bruder, kannst du ein bisschen mehr über das Fleisch sagen? Die legen wir immer einen Tag vorher ein. Okay, also komplett frisch alles komplett so, ne? Komplett frisch. Okay, okay, okay. Nächsten Tag nehmen wir die raus, machen die Spieße frisch. Ja. Hängen die auf. Ja. Jeden Tag? Jeden Tag. Heftig. Jeden Tag das Gleiche. Hammer. Ne? Also ich spieße das viel selber Arbeit, komplett auf? Viel Liebe. Ja, normal. Also viel Liebe ist, sieht man drin auf jeden Fall. Oder nee, sieht auf jeden Fall. Ich hoffe, das schmeckt auch so, wie es natürlich, aussieht. Natürlich. Bin gespannt. Okay. Jimmy. Freunde, wir haben jetzt das allerleckste libanesische Spezialität Shawarma bestellt. Ich bin gespannt, wie das schmeckt, Alter. Ach so, wir haben noch so extra Fleisch bekommen, damit wir das probieren. Okay, ich danke dir. Das ist libanesische Art, das ist Falafel. Das ist Falafel libanesische Art. Ich danke dir, Hayo. Vielen Dank, Habibi. Dankeschön. So sieht das Ganze aus. Wir haben auf jeden Fall hier einmal Falafel und einmal libanesische Shawarma, libanesische Spezialität. Und wir haben einmal hier noch Fleisch dazu bekommen. So extra Fleisch, damit wir die so probieren. Ich würde sagen, ja. Lass essen. Jetzt ganz ehrlich, ne? Passe ich da rein? Junge, du passt da rein. Meinst du? Setz dich hin und iss. Ich habe jetzt eine Sache erfahren. Der Laden hat nur Hähnchenfleisch. Okay, ich wusste das gar nicht. Das ist der erste Biss von Gabi. Boah. Boah. Wie schmeckt das? Bombe. Ey, ohne Witz geil. Ey, das ist verdammt saftig. Aber ich probiere erstmal ein bisschen weiter. Okay. Ich werde jetzt erstmal hier diese Rolle probieren, Bruder. Das ist. Nein, nein. Das ist ja genau, das ist die Shawarma, libanesische Rolle. Auf libanesische Spezialität. Ja, ja. Ne, da kommen so ein paar Sachen rein, so wie Knoblauch und halt, was Libanesen so mag. Mhm. Wow. Bruder. Ich sag dir ehrlich, das erste, was mir aufgefallen ist, wie knackig dieses Brot ist. Da kommt genau direkt dieser Knoblauchgeschmack, dann dieses Fleisch, dann diese Pommes. Geschmacksorgasmus hast du gleich, ich schwöre dir. So lecker, so saftig, unglaublich. Also der Name passt, bist da lecker, ja? Was sind das hier für Gurken? Libanesische Gurken. Genau. Bei uns nennt man das auf Arabisch Kabis. Okay. Er hat die vergessen reinzumachen, aber was gar nicht schlimm ist, Bruder. Ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Also ich würde für diesen Laden wirklich öfters nach Hildesheim kommen, wirklich. Ich glaube, er hat auch normale Dönertasche, nicht nur Rolle. Das kann echt ein starker Gegner sein für Brudis. Denk mal darüber nach, vielleicht kommt hier eine zweite, dritte Folge, ist das schon? Hähnchenjagd, ne? Wochengegner für Brudis. Mal gucken, bin gespannt. Aber das Fleisch bis jetzt ist Bombe, wirklich. So, Freunde, wir haben jetzt aufgegessen. War super, super lecker, super saftig. Ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Also ich muss sagen, es war einer der besten Hähnchenrolle, die ich gegessen habe, weil sowas gibt es bei uns jetzt in Hannover nicht. Auf orientalische, libanesische Art. Falls doch, schreibt das bitte in die Kommentare, dann kenne ich den nicht. Aber Mr. Lecker wurde so oft empfohlen und heute dachte ich mir, ich gehe den mal testen. Kommen wir zu der Bewertung.
Der Laden, wie gesagt, sehr freundliches Personal. Die waren auch sauber. Die machen alles selber, außer das Brot jetzt. Das ist normale Fladenbrot, arabisches Brot. Ansonsten machen die wirklich alles selber. Ich gebe denen eine 8 von 10, eine sehr gute Zahl. Sehr lecker, ich kann den empfehlen. Kommt hierher, probiert den selber. Die verkaufen auch nicht nur Rolle, sondern die machen auch normale Dönertaschen. Und die haben kein Fleisch, die haben nur Hähnchen. Also wirklich kein Lamm oder sonst was. Und da wir ja auf Hähnchenjagd auch sind, vielleicht richtig die nächste Folge und vielleicht haben wir einen neuen Gegner gegen Brudis. Ich weiß es noch nicht, aber die sind verdammt stark. Und ich bin gespannt, wie das nächstes Mal hier schmeckt, aber als Tasche und nicht als Rolle. Das war's erstmal mit dem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vergesst nicht zu liken, kommentieren und abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Adios. Jimmy on the beat, boy.